Ja, willkommen zurück in Green Hill an diesem neuen Morgen. Wir haben letzte Folge den Stepper gemacht in die neuen Gebiete von Spirits of Amazonia und haben uns dann hier letztendlich am Abend niedergelassen, um hier die Nacht zu verbringen in diesem kleinen Camp. Und jetzt hatte ich ja hier dieses Feuer vorbereitet, was ich erstmal anmachen will. Ich weiß gar nicht, ob ich Zunder habe. Ja, habe ich tatsächlich. Dann benutzen wir das einmal. Wir machen hier erstmal das Feuer an und dann schaue ich mal, was ich hier kochen kann, um meine Werte wieder aufzufüllen. Dann hier ist alles circa bis zur Hälfte weg. Ich habe hier noch Großkatzenfleisch. Ich habe eine verdorbene Frucht, die mache ich mal zu Larven. Ich habe noch verdorbenes Ara-Fleisch. Ich muss aber zuallererst mal, während das hier kocht, meine Hände waschen. Denn sonst kriege ich hier Parasiten. Ach, hier ist ja sogar eine Fischfalle. Das ist ja geil. Ich schwöre, ich habe die da nicht hingebaut. Die steht hier scheinbar. Na gut, dann legen wir den Fisch hier noch dazu. Kann der auch durchbraten. Ich esse mal die Banane und ein paar von diesen Früchten und ein paar von diesen Nüssen. Dann müsste es mir doch schon wieder ganz gut gehen. Ja, ein paar Proteine, ein bisschen Fett könnte ich noch vertragen. Wasser habe ich hier. Trinke ich einfach das hier aus. Hat nicht mal Parasiten gegeben, okay. So, Kohlenhydrate sind so gut wie voll. Jetzt noch das Fleisch, das füllt unsere Proteine auf und dann sind wir ready, um weiterzugehen. Wir müssen weiter nach Süden. Und zwar bis zur Höhe, ich glaube 41 oder 43, irgendwas in dem Dreh Süd. Und noch ein kleines Stück nach Osten, also so Südosten, Süd-Südosten, so in diese Richtung, ist dieses große aufgelaufene Dampfschiff, was da rumsteht, wo wir uns dann die Karte holen können. Also den Fisch noch. Ja, und das waren die Proteine und damit sind wir so gut wie voll. Ich fülle mal noch den zweiten Bidon auf. Und dann, oh, haben wir hier sogar neue Bananen. Cool, cool. So, die Richtung war es ja, hatte ich gesagt. Genau. Müssen wir mal schauen. Vielleicht gehen wir hier einfach am Wasser lang. Oder was? Ich weiß es nicht. Boah. Frosch, ey. Dreht er mir ins Ohr. So, hier ist die nächste Kohlenhydrateversorgung. Das finde ich schon mal sehr gut. Boah, ich hoffe, hier springen nicht gleich Krokodile aus dem Wasser. Wow. Das sieht ja stark aus. Nützt mir aber nichts, weil ich da ja nicht langkomme. Aber generell, ich finde, die Map ist irgendwie hübscher designt als die alte Map, oder? Also selbst das hier wäre ja ein cooler Bauplatz irgendwie. Naja, ist vielleicht ein bisschen laut bei dem Wasserfall. Vogel. Das gefällt mir auch gut hier. Hier kann man bestimmt auch sehr gut siedeln. Naja gut, ist vielleicht ein bisschen dünner Bauplatz hier. Aber vielleicht da unten. So, ich würde gerne die Karte aufmachen und gucken, wo wir sind. Aber da muss ich leider sagen, wir haben keine Karte. Und das ändern wir jetzt. Ich denke, wir kommen schon näher hier in diesem Gebiet, in diesem Mangrovenwald hier. Müsste eigentlich ein Rochen sein, der da rumschwimmt. Und das Schiff, was ich suche. Na gut, gehen wir mal durch hier. Hier haben wir eine Pflanze für neue Verbände, falls wir sie brauchen. Oh, und da ist ein Ameisenhaufen. Ich habe irgendwie keinen Platz mehr. So. War jetzt ganz schön nah dran, oder? Keinen Schaden bekommen von den Ameisen. Gehe ich mal hier durch. Und irgendwie am südlichen Ende von diesem Mangrovenwald sollte sich irgendwo ein Schiff auftun. Das safe ist, hier durchzugehen? Ich habe keine Ahnung.
Hier ist auf jeden Fall der große Fluss. Da müssen wir wahrscheinlich hier noch weiter nach Osten. Hoffe nur, ich werde hier nicht von einem Schnappi aufgegessen auf dem Weg. Denn das sieht doch hier original aus wie das Schnappi-Paradies. Was ist denn das? Da ist doch ein Schnappi. Wusste ich doch. Ich hoffe, es bleibt bei einem. Ah, zum Glück hört man die durchs Wasser stampfen. Wie viel kann ich denn noch tragen? 42,9? Nee, kann ich nicht mitnehmen. Auf gar keinen Fall. Aber es gibt hier so viel Fleisch, da mache ich mir gar keine Sorgen. Ah, hallo Schiff. Dich habe ich doch gesucht. Ja, perfekt. So, da müssen wir irgendwie hintauchen, glaube ich. Das ist ein relativ komplizierter Weg dadurch. Hier lang. Schauen wir uns das hier mal an. Alte Kiste. Ach ja, hier gibt es ja diese ganzen alten Lootkisten, wo dann manchmal was drin ist und manchmal nicht. Hier nicht. Ich glaube, man muss hier runter. Dann hier durch. Und hier gibt es noch mehr Kisten. Oh, ein Seil und ein Knochen. Und dann tauchen wir hier mal durch. So, das sieht richtig aus. Genau. Dann haben wir hier noch mehr Kisten. Oh, Obsidian, das nehme ich mit. Auf die Knochen kann ich jetzt verzichten. Aber Obsidian, glaube ich, nehme ich hier mit. Ah, Lootkisten. Endlich hat das Spiel Lootkisten. Was ist denn das? Ein Tapir-Schädel. Ah, okay. Obsidian. Und Maden. Okay. Darf ich hier hoch? Danke. Oh, diese Geräuschkulisse hier. Das ist ja wahnsinnig, dieses Gequietsche. Oh, Stammesfeuer. Kein Platz im Rucksack. Na, machen wir mal hier. Oder? Moment, ich habe 5 Blattverbände. Na gut, dann mache ich hier raus erstmal einen normalen Verband. Funkenverband. Dann ist das große Blatt schon mal weg. Dann schmeiße ich das hier weg, weil ich es nicht brauche. So, jetzt müsste ich doch Platz haben. Jetzt kann ich das Seil... Ne, das Seil kann ich nicht mehr nehmen, aber... Gib mir doch mal das Obsidian und den Stammesfall. Ja, so wird ein Schuh raus. Da sind noch mehr Kisten. Fuck, wir hätten mal früher herkommen sollen. Das Ganze hier kannst du dich ja komplett eindecken mit dem ganzen Loot. So. Und dann sind wir jetzt hier oben an der Brücke. Und hier gibt's in der alten Kiste eine alte Karte. Die man irgendwie nicht auswählen kann, doch. Ist das doof. Ah, jetzt. Okay. Jetzt kann ich sie aufmachen. Bam. So, ganz schön großes Gebiet. Wir sind hier unten. An dem Schiff. Auf dem Schiff. In dem Schiff. Tja, dann würde ich mal sagen, bewegen wir uns mal irgendwie landeinwärts so ein Stück. Und gucken, ob wir noch irgendwas Interessantes sehen. Oh, ob ich mir hier was breche, wenn ich hier runtergehe. Oder vielleicht einfach ins Wasser springen. Keine Lust, den langen Weg jetzt nochmal zu laufen. Hehehe. Okay. So, Nordwesten wäre jetzt die Richtung. Aber erstmal muss ich hier aus diesen Mangroven raus. Ich glaube, hier hinten geht's raus. Okay, Ausgang gefunden. Oh, und hier ist ein Camp. Das sieht irgendwie so aus. Ja.
Das ist dann das hier. Aber wenn das so markiert ist, könnte ich mir vorstellen, dass hier sogar noch Eingeborene sind. Jetzt bin ich überladen. Essen wir mal ein bisschen was weg hier. Okay, dann gucken wir uns das hier mal an. Scheint alles leer zu sein. Ist einfach niemand hier. Also weiter. Oh, dich habe ich doch gehört. Ach, fuck. Ja, komm. Ärgerlich. Man muss mal genau den richtigen Zeitpunkt abpassen, um den Bogen zu spannen. Sonst wird das hier nichts mit dem Vieh. Weil er das mit seinem Angriff immer unterbricht beim Bogenspannen. So. Dann gehen wir noch ein Stück. Da oben gibt es einen Stamm, wo man vielleicht rüberlaufen kann. Hallo, Schildkröte. Ach ja, hier war ich, ja. Wollte dann nur nicht in diese Richtung laufen, weil das die falsche war. Aber jetzt können wir natürlich hier rüberlaufen. Da sind Eingeborene. Ist nur gerade nicht klar, wo. Ich habe euch doch gehört. Ach, da oben. Oder sollen wir hier durchgehen? Das könnte man auch tun. Boah, war hier gerade ein Skorpion? Muss ich ja aufpassen, ey. Ach ja, wir sind jetzt wahrscheinlich hier an der oder an der Höhle. Ja, das macht Sinn. Heute nicht. Na, der Ausgang hier ist auch markiert. Ah, okay, das ist hier. Na, dann gehen wir jetzt nach Nordwesten. Oh. Ah, hi. Da ist noch einer. Verdammt. Bleib stehen. Nein. So, das war's für dich. Gib mir den Pfeil. Sind hier noch mehr? Ich will immer noch Kampfmusik. Ich hoffe nicht. So. Ich habe nur noch zwei Pfeile. Ach du Scheiße, ich muss aufpassen. Oder ich baue mir einfach neue. Was haltet ihr davon? Einmal Knochen raus, aber ich muss gar nichts ablegen, weil ich bin auch gar nicht so sehr überladen. 17 Uhr, es wird jetzt gleich wieder dunkel, das ist vielleicht nicht so gut. Schauen wir mal, dass wir irgendeine Übernachtungsmöglichkeit demnächst dann finden. Norden ist hier. Nordwesten. Also so viel Eingeborene und wilde Tiere, wie ich bisher hier gesehen habe, habe ich in den gesamten Playthrough auf der anderen, der originalen Map noch nicht gesehen. Hätten wir mal gleich hierher kommen sollen und hier dann lieber unser Hauptlager bauen sollen. Das ist doch viel aufregender und spannender hier. Aber wäre hier auch kein schlechter Bauplatz. Aber vielleicht schaffen wir es ja noch ein Stück weiterzukommen. Hier ist erstmal eine Brücke. Ach, da sind die nächsten. Du glaubst es nicht. Achso, die haben hier ihr Camp. Ja, verstehe, das macht Sinn. So, ich raub jetzt schnell euer Camp aus, wenn ihr nicht da seid. Aber ihr habt leider keinen Loot. Naja, gehen wir noch ein Stück weiter. Ja, Spinne. Ach, da unten sind sie. Die hauen ab. Ah, okay, es wird jetzt aber wirklich sehr dunkel langsam.
Wie kommt man denn hier runter? Ist das creepy hier. Oh Mann. Ah, da unten laufen sie lang. Sind das Patrouillen? Oh, ich hab Egel. So, ein Egel. Weg mit dir. So, jetzt ist der Mond schon wieder ein bisschen draußen. Kann ich vielleicht noch ein bisschen was sehen? Aber ich werde mir dann einfach hier irgendwie ein Blätterbett oder so hinlegen. Hier ist das Camp, was wir vorhin gesehen haben. Nur halt von oben. Ja. Oder geht ihr weg? Die gehen weg. Okay. Ich muss keine Pfeile an die verschwenden. Das ist sehr gut. Hier würde ich gerne runter. Soll ich es wagen? Oh. Okay, nice. Schön blöd hier im Dunkeln herumzulaufen. Oh, was für ein riesiger Bauplatz hier. Oha. Das ist doch safe irgendeine Stelle, wo es in der Story abgeht. Ja, auf jeden Fall kann ich mir hier ein Blätterbett hinlegen. Oder wir machen gleich einen Unterstand. Das ist schön offen von allen Seiten. Da kann man gut sehen, was kommt. Von rechts, von links, von hinten, von vorn. Ein langer fehlt noch. Gut. Du bist der auserwählte Baum. Du darfst mir einen langen Stock spenden. Und dann brauchen wir sicherlich noch ein paar Palmblätter. So, die Seile ran, die Blätter hier rein. Okay, einen Hüttenunterstand haben wir schon mal. Für ein Feuer müsste ich jetzt einen Unterstand bauen mit Dach. Das muss ich jetzt nicht unbedingt machen. Können uns mal ein bisschen entleeren, indem wir hier die Pilze wegschmeißen, die verdorben sind. Hier können wir noch was essen. Ich habe leider nichts mehr, was Parasiten heilt. Das ist ein bisschen schade. Müsste ich das Wasser jetzt abkochen. So, dann gehe ich so erstmal schlafen, damit wir wieder Licht haben. Tja, gehen wir noch ein Stück Richtung, Richtung Westen. Tja, war doch ein ganz nettes Playthrough durch Green Hell. Ich meine, klar, ich könnte mir jetzt hier noch einen Bauplatz suchen, alles nochmal von vorne aufbauen. Aber ich glaube, das überlasse ich am Ende einfach euch. Der Map-Bereich hier sieht so aus, als ob es hier viele coole Bauplätze gibt. Es gibt hier jede Menge Krokodile. Nein, jede Menge Eingeborene. Das sieht ja alles viel dichter bevölkert aus als in der originalen Karte. Was ich vielleicht mal noch ausprobieren will, ist, wie das mit der Bienenzucht funktioniert. Hier ist erstmal noch eine Höhle. Ist die irgendwie markiert? Ja. Okay, wir sind jetzt hier. Ja, das ist doch super. Dann muss ich hier überhaupt keinen Unterstand bauen. Dann reicht mir im Prinzip ein ganz basic Lagerfeuer. Ein absolut basic Blätterbett. Oh, kriege ich das hier nicht hin? Doch. Das passt hier hin. Hole ich mir ein paar Stöcker. Und da gucke ich mal, ob wir uns vielleicht eine Fackel machen können und hier die Bienenkönigin rausziehen. Oh, ach so. Einfach getrollt worden bin ich hier. Tja, denn mit der Bienenzucht, das ist ja auch... Na, oh, hier kommt sie schon wieder angelaufen. Seid ihr... Ja, komm hier, Speer.
Nee, nicht ausweichen. Ausweichen ist feige. Jetzt komm her hier. Komm. Oh. Ich wollte es mal mit den Blocken probieren. Ich mache das so selten. So, hallo Schwein. Was wollte ich machen? Ich wollte die Blätter hier mitnehmen, um das Blätterbett zu bauen. Ja, rückblickend betrachtet wäre es wahrscheinlich unterhaltsamer gewesen, wenn wir einfach hier gespielt hätten auf der Karte, oder? Aber das konnte ich ja nur nicht wissen. Ah, fuck, Bienen. Nein, weg mit euch. Ey, das Dumme an dem Spot hier ist nur, hier gibt es überhaupt kein Holz. Boah, du musst ja so weit laufen, bis hier mal ein fällbarer Baum ist. So, ich dehydriere langsam, ja, das ist okay. Wir können uns ja gleich ein bisschen Wasser abkochen. Und jetzt mal das Feuer hier an. So, dann hole ich mir mal Wasser aus dem sehr sauber aussehenden Teich. Ach, hier ist ja alles voll. Okay, dann muss ich es ja nur hinstellen. Wo sind wir denn hier? Hier ist unser großer Topf. Wasser rein. In der Zeit kann ich mal die Egel entfernen. So, einmal trinken. Was brauchen wir noch? Ich bin auch dreckig. Machen wir noch mal Wasser und dann muss ich mich erstmal waschen. Kohlenhydrate habe ich genug. Das Ara-Fleisch hier kann ich noch machen. Und hatte ich nicht irgendwo einen Schnappi getötet? Ja gut, aber wir können auch einfach... Oh, komm schon, Bogen. Ja, habe ich getroffen. Wir können auch einfach dieses Schwein hier nehmen. Das gibt uns auch sehr viel Fett und sehr viel Proteine. Wir können uns eine Knochensuppe machen. Gibt ja auch Hydration. Und dann machen wir noch das Fleisch hier fertig. Kochen noch das Ara-Fleisch, bevor es verdirbt. So, und dank des Schweins muss ich mich jetzt wieder waschen. Das ist ja... Au! Was war denn das? Hä? Ist hier irgendwas im Wasser, was mich piekt? Ach ja, da sind ja Piranhas. Aber ich war doch überhaupt nicht weit drin. Beruhigt euch mal. So, wie geht das mit der Fackel? Seil und, ja, schwache Fackel reicht uns erstmal, oder? Für die andere bräuchten wir Harz, habe ich aber gerade nicht. Aber das dürfte nichts machen. Mach mal die Axt weg. Gib mir mal die Fackel. Die brennt dann halt nicht lange, aber hey, wen kümmert's? Ich brauche die nur ganz kurz. Mal noch mehr Wasserschweinfleisch und dann zünden wir die mal an. So. Bienenkönigin, halten zum Nehmen. Upp. Hab ich. Oder liegt hier noch unten was? Achso, die Honigwabe könnte ich auch noch nehmen. Aber ich habe noch eine. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Okay. So, wie sieht die denn aus? Kann man die sehen? Da. Bienenkönigin 1. So, dann gönnen wir uns jetzt hier so einen Bienenstock, oder? Ich glaube, der sollte nicht allzu nah am Schlafplatz sein. Aber stellen wir den einfach hier irgendwo hin. So. Langer Stock, langer Stock. Och Gott, no. Und das da sind dann alles kleine Stöcker hier drumherum. Na gut, dann brauche ich aber meine Axt, die ich hier gedroppt habe. Die Fackel machen wir erstmal weg, die brauche ich nicht. Ach witzig, die brennt sogar noch. Die brennt sogar noch hier draußen und spendet Licht. Ah, das eröffnet ja ganz neue Möglichkeiten. Baust du dir überall Waffenhalter hin, steckst da Fackeln rein und dann hast du deine Wandfackeln. Oder Standfackeln von mir aus. Seile habe ich. Und dann brauchst du noch 15 weitere Stöcker. Jesus. Oh, hier hängt Harz. Dann hätte es auch für eine große Fackel gereicht.
zu langsam. Oh no! Ein Lehmziegelstein für einen Bienenstock? Ah, ihr wollt mich hier. Wollt mich doch fertig machen hier. Dann essen wir noch das verbrannte Fleisch. Und das? Das sollte uns so wieder voll machen. Ach, noch nicht ganz. Mit Fett noch nicht ganz voll. Naja. Dann gibt's morgen den Rest von dem hier. Hab ich noch meinen Topf? Ja. Lass den Topf mal hier stehen. Schütt mal das Wasser hier schon rein. Könnten wir uns noch eine Larvensuppe oder sowas machen. Oder eine Knochensuppe, die gibt doch Fett. Ja, das ist wahrscheinlich die bessere Option. Aber ich gehe dann erstmal schlafen, weil ich brauche die Lagerfeuerasche, um hier den Lehmziegel fertig zu machen. Und dann gucken wir mal, wie so ein kompletter Bienenstock aussieht. So, das kann alles kochen. Genau, ich lege mich jetzt hin, damit das Feuer runterbrennt. So, mitten in der Nacht, aber es ist relativ hell, dank Mond. Nehmen wir hier noch das Fleisch, esse ich gleich. Und Lagerfeuerasche, die wollte ich haben. Dann können wir das hier noch trinken. Boah, sieht doch ganz gut aus von den Werten her. So, dann befeuchten wir das hier. Stehe ja zum Glück direkt am Wasser. So, jetzt haben wir einen Bienenstock. Und ich kann hineinstecken. So. Das bezog sich jetzt auf die Bienenkönigin, oder? Das macht Sinn. Ah ja, okay. Und der hat einfach einen Timer. Das läuft dann da einmal durch. Ja, cool. So einfach ist das, wenn man Lehm hat. Das war mir nicht bewusst, dass man für so einen blöden Bienenstock Lehm braucht. Na gut, dann haben wir das auch mal gesehen. Ich denke, wir sind weit genug gekommen. Wenn ich nochmal anfangen würde, dann würde ich definitiv auf dieser Map hier spielen. Also einfach nur die ganzen Rezepte holen aus dem alten Bereich und dann direkt hier rüber und mir hier einen Bauplatz suchen, weil dieser Kartenbereich sieht doch viel dichter bevölkert aus und generell auch interessanter von der Landschaft. Aber naja, was willst du machen? Oh, jetzt haben wir hier sogar schon einen Bienenschwarm. Okay, das ist ja nicht so gut. Taha, das darf man dann aber auch nicht in die Nähe von seinem Lager bauen. Also das muss man ein Stück weiter wegbauen, ist ja auch gut zu wissen. Tja, ich denke, das war's. Ist halt so ein bisschen das Problem bei dem Spiel. Irgendwann hast du einfach alles. Und dem Spiel fehlt irgendwie so ein bisschen Endgame. So viel passiert ja dann auch nicht mehr. Und wenn du erstmal vollständig ausgestattet bist, dann gibt's auch kaum noch irgendwas, was einem gefährlich werden kann. Naja, ich hoffe, euch hat die kleine Serie gefallen. Schreibt mir gern in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und vor allem, welches Game ich mir als nächstes angucken sollte. Und dann verabschiede ich mich jetzt aus dieser Serie. Lasst es euch gut gehen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.